Sehr geehrte Präsidentin, Damen und Herren, Kollegen und Zuschauer, mit den hier zur Rede stehenden Fonds sehen wir den unguten Endpunkt einer Gesamtentwicklung, eine Entwicklung, die wenig mit Hilfe und noch weniger mit Problemlösungen zu tun hat. Zu tun hat es vielmehr mit dem in Brüssel quasi veruntreuten Geld europäischer Normalverdiener zugunsten irgendwelcher Eliten in anderen Weltteilen oder aber Lobbygruppen in EU, Europa bzw. Deutschland selbst. Es geht ums Weltsozialamt statt um Weltpolitik. Und die versagt schon gleich vor der eigenen Haustür. Fangen wir mit dem quasi ersten außenpolitischen Sündenfall an, den schon die alte EWG der Sechs beging, also mit der Finanzierung der französischen, niederländischen, belgischen und italienischen Kolonien, ganz maßgeblich mit westdeutschem Geld. Der erste fünfjährige Entwicklungsfonds belief sich auf 2,3 Milliarden D-Mark. Mit Inflationsberücksichtigung und Euro-Umstellung sind das ungefähr 12 Milliarden Euro heutzutage. Es ging damals übrigens ausschließlich um Infrastrukturausbau, später dann mehr und mehr um Export-Import-Subventionen, Gefälligkeiten, gegenseitige Erpressung und oder Übervorteilung, sowie mehr und mehr um Schwammiges und jede Menge Fehldiagnosen bis zum heutigen Tag. Der zweite EEF ab 63 erreichte 15 Milliarden heutiger Euro. Bei ersterem wurde jeweils ein Drittel des Betrags von Frankreich und Deutschland eingezahlt. Und Achtung, jetzt kommt der Trick, 50% des Geldes landeten bei französischen Firmen und nur 20% bei deutschen. Und so ganz, ganz viel hat sich an diesem Grundprinzip auch noch nicht geändert bis heute. Als die UNO 1960 ihre Entwicklungsdekaden ausrief, setzte der Westen allein in den ersten 5 Jahren 30 Milliarden D-Mark ein. Die Hilfsgelder vom Ostblock beliefen sich in der Zeit auf 10 Milliarden und dieser Faktor 3, dreimal mehr, steigerte sich auf den Faktor 10. Also 10-mal mehr gab der Westen als der Osten bis zu dessen Zusammenbruch. Wohlgemerkt, in all dem zusätzlich zu allen militärischen Engagements, Geheimdienstmachenschaften und inklusive ungeklärter Dauerprobleme um Dual Use und Unintended Consequences. Genützt hat es wenig. Kolonial- oder Stellvertreter des Krieges des ach so friedlichen Europas und der beiden eigentlichen Weltmächte mit Sitz in Washington und Moskau fanden und finden statt und kosteten bis dato mehr als 18 Millionen Menschenleben, damit mehr als der Erste Weltkrieg. Weder die Empfänger der Westhilfen noch die der Osthilfen in der Dritten Welt sind mit Demokratisierung, Modernisierung und Wettbewerbswirtschaft sonderlich weit gekommen. Derweil geraten Demokratie und Marktwirtschaft selbst im Westen mehr und mehr unter die Räder. Unter die Räder einer EU, die eher als eine Art EU der SSR und als Völkergefängnis sich geriert. Die Briten mühen sich derzeit verzweifelt um Hafterleichterungen. Sie ist, wie es scheint, noch ungeeigneter zu gesunder Weltmission als alle ihre Vorgänger. Wir blicken auf eine über 50-jährige Negativbilanz, auf verlorene Jahrzehnte, gerade seit 1990 und nach 1990. Es gilt erfahrungsgemäß dabei die folgende Formel. Die Länder, die die längste Zeit das meiste Geld bekommen haben, blieben und wurden noch am wenigsten entwickelt. Die, die wenig bis gar nichts bekommen haben, aber sehr wohl, siehe vor allen Dingen China und Südasien als neue Groß- und Wirtschaftsmacht, sowohl aus eigener Kraft wie auch dank geöffneter Westmärkte. China haben insbesondere EU-Europäer genauso wenig entgegenzusetzen wie dem mit Petrodollars überfütterten Nahen Osten. Und genau der expandiert nun auch noch ideologisch und er migriert dabei auch noch ganz praktisch. Nicht mit Placebo- und Heftpflasterinstrumenten, mit Geld- und Zeitverschwendung ist dem beizukommen. Genau die betreibt der EEF und EU-Haushalt mit all seinem Etikettenwechsel. Entschlossene Außenpolitik, Grenzschutz und glasklare Innenpolitik großer EU-Staaten lassen sich nicht ersetzen durch all die Selbstlähmungsketten supranationaler Entscheidungsprozesse. Entscheidungsprozesse, die in Summe meist auf Selbstverantwortungsflucht, Nicht- oder Fehlentscheidungen hinauslaufen. Wir brauchen einen Neuanfang und der heißt Schluss machen mit dem alten Zopf EEF und einem Außenpolitikersatz aller Nachbarschaftshilfe etc. pp., welche die Profiteure Kosten und Verantwortung nur verschleiern. Sinnvolle Maßnahmen in Eigenregie sind besser als unselige Kollektivgremien und Gemeinschaftskassen, aus denen sich die, die am wenigsten beitragen, am meisten bedienen. Und im EU-Binnenmarkt brauchen wir auch keinen Globalisierungsfolgenkostenfonds oder einen Individualisierungsbenachteiligungsausgleichsfonds, EHAB, so wenig wie eine EU-Arbeitslosenversicherung oder ein Weltsozialamt zu deutschen Hauptlasten.
Danke. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Volkmar Klein. Und einen schönen Tag von mir Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen.